Landjäger Cordon Bleu. Hallo zusammen. Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, ich bin heute ein bisschen Landjäger inspiriert. Darum machen wir heute ein Landjäger Cordon Bleu. Das ist eine weitere Version. Wir Schweizer haben gerne Cordon Bleu. Die meisten nehmen. Wir nehmen ein Schweinshals, einen Schmetterlingsschnitt, legen ihn zwischen einem Gefrierbeutel oder einem Vakuumsack und klopfen ihn schön flach. Wer nicht gerne so weißes Fleisch hat, kann natürlich auch ein Schweinshöftchen nehmen oder ein Nierstück. Dann würzen wir es mit unserem Lieblingsgewürz. Ich habe ein neues Lieblingsgewürz, das Knoblauchsalz vom Bünzli. Darum mache ich es jetzt mit dem. Dann nehmen wir einen schönen Hinterschinken, etwa 40 Gramm Emmentaler und wickeln den da drinnen ein. Dann haben wir unser Cordon Bleu, schneiden einen halben Landjäger in feine Streifen, legen die Hälfte drauf. Unser Schinken und Emmentaler drauf und der Rest Landjäger oben drüber. Dann klappen wir es zusammen, so dass vorne ein kleines Rändli ist. Noch einmal umklappen und dann gut abdrücken. Dann sparen wir uns den Zahnstocher. Dann machen wir eine Panierstrasse parat, ganz klassisch. Weissmehl, ein bisschen verquirltes Ei. Und Paniermehl. Dann unser Cordon Bleu im Mehl drehen. Durchs Ei ziehen. Hier auch wieder schauen, dass das Ei überall ist, sonst haftet nachher das Paniermehl nicht. Und geben sie das Paniermehl. Dann geben wir ein bisschen Öl und Butter in eine Bratpfanne, so dass das Cordon Bleu schön schwimmen kann. Erhitzen das und die Hitze auf eine mittlere Stufe reduzieren und braten unser Cordon Bleu für 7 bis 8 Minuten pro Seite an. Etwa eine drehen, dass es nicht schwarz wird. Und fertig ist unser Landjäger Cordon Bleu. Ich wünsche einen guten zusammen.